Herzlich willkommen zu unserem letzten gemeinsamen Sommelier-Termin vor Weihnachten. In diesem Jahr besonders ruhige Feiertage, wahrscheinlich auch ein ruhiger Jahreswechsel. Dafür passiert umso mehr online und ich freue mich sehr, in unserer finalen 2020er Einheit Thomann Geiswinkler als Gastvortragenden hier bei uns in der Vorlesung zu haben. Thomann arbeitet bei LinkedIn in Deutschland. Die haben kein Büro in Österreich, ist aber zuständig für Employer Branding bzw. Recruiting in Österreich. Wir sind schon länger in Kontakt und das Thema Storytelling kennen Sie bereits, hatten wir in der Vorlesung. Wir haben uns über Social Media Plattformen unterhalten und in der letzten Einheit habe ich Ihnen auch erzählt oder versucht zu erklären, warum Social Networking oder warum gerade LinkedIn auch im Hinblick auf die persönliche Karriereplanung sehr, sehr wichtig ist. Thomann wird in seinem Vortrag die Themen zusammenbringen. Ich denke, das ist sehr, sehr spannend für Sie, auch im Hinblick gerade auf die Zeit nach der Universität. Und wie gehabt, Sie können über Twitch natürlich sehr, sehr gerne Fragen stellen. Wir werden die sammeln und es gibt dann am Ende auch Gelegenheit zum Diskutieren. Eine kurze organisatorische Ankündigung. Ich habe es Ihnen bereits auch angedroht. Die zweite Übungsaufgabe, Sie wissen ja, es gibt im Laufe dieses Semesters die Möglichkeit, sowohl bei Professor Walter als auch bei mir, jeweils zwei freiwillige Übungsarbeiten abzugeben. Die werden mit je 5 Punkten benotet. Sie können also mit je 2,5 Punkten benotet, also 5 pro Vorlesungsteil. Kurz gesagt, wenn Sie die alle abgeben, dann können Sie sich um eine Note bei der Gesamtbewertung dann verbessern bei der schriftlichen Prüfung. Die zweite Übungsarbeit wird eine Zusammenfassung des Vortrags von heute sein, sowie Ihre persönliche Einschätzung, welche Rolle Social Media aktuell und in Zukunft auf dem Bewerbungsmarkt oder beim Recruiting spielen wird. Ja, damit genug der Ankündigungen. Lieber Thomann, ich übergebe das Wort direkt an dich. Vielen Dank, Richie, für die Einladung. Ich möchte gar nicht zu viel Zeit verschwenden. Wir starten direkt los. Ich muss nur den richtigen Knopf noch finden. Share Screen. Und dann sollte das schon losgehen. Richie, wenn du so lieb bist und einmal nickst, dass das auch quasi funktioniert hat. Okay. Perfekt. Gut, wunderbar. Also, was haben wir uns vorgenommen? Business Storytelling. Ich habe es genannt, das Potenzial von Geschichten in Zeiten des Information Overloads. Und genau darum wollen wir uns unterhalten. Was ist die Zeit, in der wir leben? Viel zu viel Information, wahnsinnig viel prasselt auf uns ein. Und was haben Geschichten damit eigentlich zu tun? Und Sie werden sehen, es geht weniger ums Geschichteldrucken, österreichischer Ausdruck für charmant unwahre Dinge zu erzählen, sondern wirklich um das erlebbare Erzählen, auch im Business-Umfeld. Und ich möchte starten, und zwar mit einer Frage an die Runde, an Sie. Ich sehe Sie nicht, aber müsst jetzt nicht antworten, aber denken Sie einfach mal mit mir drüber nach. Es wäre jetzt so der Moment, wo man dramatisch sagen würde, schließen Sie bitte die Augen und denken Sie drüber nach. Das müssen Sie nicht. Einfach nur denken Sie mal mit mir drüber nach. Wann war Ihnen zuletzt bei einem Vortrag so richtig fad? Also ich meine nicht so ein bisschen langweilig, sondern so innere Aufgabe, Kapitulation im Inneren, man kann nicht weg, weil es war Präsenzveranstaltung, es war einfach furchtbar. Ich nehme an, immer relativ sicher, Sie stehen im Studium, teils berufsbegleitend irgendwie, dass das nicht lang her ist. Wir kennen das nämlich leider nur viel zu gut, dass wir in Vorträgen fadisiert werden, komplett gelangweilt. Und ich möchte Sie fragen, naja, woran kann es liegen? Endlos Listen von Aufzählungen, mit denen man eigentlich gar nichts anfangen kann. Verlesen der nächsten 7 Punkte, die Sie noch im Stand hören wollen. Oder ganz oft auch das Thema Fakten. Vor lauter Fakten, die mir präsentiert werden, Zahlen, die auf mich einprasseln, bin ich dermaßen fast erschlagen, dass ich, obwohl ich versuche, mich zu konzentrieren, gar nicht weiß, was ich mir eigentlich aufschreiben soll. Also was ist von dem relevant? Was ist für mich wichtig? Warum höre ich das alles? Was passiert denn da? Und ich bin mir jetzt recht sicher, dass bei vielen von Ihnen schon sich so ein Gedanke aufdrängt. Sie denken, ich glaube, ich weiß, was jetzt kommt. Das ist doch, jetzt so einen ähnlichen Dings habe ich schon mal wo gehört. Das müsste doch, da kommt doch dann jetzt sicher dieses Wort, oder? Wahrscheinlich nicht. Kein Mensch hat jetzt an einen Verkäufer in einer Bäckerei gedacht. Aber ich möchte Ihnen ein Beispiel nennen, das es ganz gut auf den Punkt bringt, warum dort genau das passiert, was wir in Vorträgen nie machen. Stellen Sie sich vor, Sie gehen in eine Bäckerei, Ihre Lieblingsbäckerei, ganz egal, irgendwo, und Sie sehen ein neues Brot. Schaut gut aus.
und sie sagen, was ist denn das da oben für eins? Und was jetzt passiert ist, sie bekommen die Zutatenliste verlesen. Die Kurzfassung ist Hefe, Wasser, Mehl. Was passiert jetzt emotional bei Ihnen? Sind Sie jetzt total heiß drauf? Wollen Sie jetzt dieses Brot, weil das quasi so ein Stück Tiroler Bergfeeling in Ihre Gemeindebauwohnung bringt? Weil das ein gutes Krustenbrot ist? Nein, weil Sie Fakten gekriegt haben, die Sie emotional null berühren. Also was passiert ist, ist, gedanklich waren Sie auf dem linken Bild, Sie sehen dieses resche Brot und was Sie dann geboten kriegen, ist eine Betriebsanleitung. Und jetzt überlegen Sie mal den Einstieg, wo ich Sie gefragt habe, wann ich in der Fahrt war, was ist mit Vorträgen zu tun. Wir sind meistens, wenn wir vortragen, wenn wir reden, auf dieser rechten Seite. Wir sind akkurat, wir riskieren nichts, ja keine Emotionen und deswegen erzählen wir Dinge, wo wir uns sicher sind. Und sicher sind wir uns, wie das Brot gemacht ist, weil da kann ich nachschauen. Sicher bin ich mir, dass ich Ihnen erzählen kann, wie lange es LinkedIn gibt, wie viele Mitarbeiter wir haben, wo wir Standorte haben, Fakten. Das Problem ist aber, das interessiert Sie überhaupt nicht. Deswegen sind Sie doch heute nicht da. Weil für die Einladung war doch Storytelling, was Überraschendes, eine Geschichte. Und deswegen möchte ich Sie jetzt einladen, bleiben Sie bei mir, fadisieren Sie das nicht gleich am Anfang und ich lade Sie ein auf eine Geschichte, die wir uns jetzt gemeinsam so ein bisschen durchgehen wollen. Jede Geschichte beginnt vor langer, langer Zeit. So haben wir es als Kind gelernt, so beginnen die einfach. Und ich weiß jetzt nicht genau, wie Sie von der Generation her so sind, aber wenn ich überlege, Bachelorstudium, naja, dann sind Sie im Zweifel jünger wie ich. Und da ist die lange, lange Zeit vielleicht sogar schon das Jahr 2005. Und das Jahr 2005 ist deswegen sehr spannend. Was Sie dort sehen, ist eine Aufnahme, Blick am Vatikan in 2005. Ein Papst ist verstorben. Die Menschen versammeln sich dort, um diesen hochreligiösen Ereignis dort beizuwohnen. Aber was fällt Ihnen denn aus heutiger Sicht auf dem Bild auf? Was ist dort ganz anders aus heutiger Sicht? Naja, das ist ein Fakt. Das sind nicht die Menschenmassen, der Platz schaut gleich aus. Dort ist unten rechts, wenn Sie schauen, eine Person mit einem Handy. Eine Person, die wahrscheinlich ein SMS schreibt und kein Foto macht. Das ist 15 Jahre her, ich war dort mitten im Studium, ganz normal. Das war eine Situation, wo ich sage, ja, so war das. Da hat sich keiner gewundert, da hat keiner gesagt, das ist irgendwie komisch. Das war normal. Jetzt gehen wir ein paar Jahre nach vor, gar nicht weit. Also Entschuldigung, was ich eigentlich erzählen wollte dazu ist nicht nur. Naja, was ist denn das Besondere an der Zeit? Man war reduziert in dem, was man machen konnte, wie viel Aufmerksamkeit man hatte und was man dokumentieren konnte. Denn das Handy hat im Zweifel gar nicht fotografieren können oder wenig. Wenn es ein alter Fotoapparat war, dann war er im schlimmsten Fall sogar noch mit Fotofilm limitiert auf 36 Aufnahmen. Das heißt, Sie haben sich ganz genau überlegt, Sie waren zwar dort, aber eigentlich haben Sie sich das selber angeschaut, im Moment verharrt. Die Dokumentation war gar nicht so wichtig. Ganz früher nur, für die, die sich erinnern können, war das vielleicht sogar Segen, weil da dann der Nachbar sonst mit der Diashow gequält, wo dann 24 Mal das gleiche Standfoto war. Also was ich sagen will, gar nicht lang her, komplett andere Zeit. Jetzt machen wir den gedanklichen Sprung, 8 Jahre nach vor. 2013, wieder im Vatikan, das ist da hinten, sieht man so ganz verschwommen, den Petersdom, ein Papst ist zurückgetreten. Es sind vielleicht sogar die gleichen Leute zu sehen, es sind wieder Menschenmassen, aber das ist plötzlich normal. Also wieder, das Setting ist mehr oder weniger vergleichbar, aber das, was als normal gilt, ist, dass es jetzt nicht reicht, dort zu sein, sondern ich muss das dokumentieren, ich muss ein Foto machen, ich muss jedem zeigen, dass ich das fotografiert habe. Interessant an solche Fotos, übrigens auch bei Konzerten ist, dass das Bild nachher, das könnte ich mir einfach runterladen. Warum? Weil ich sehe vor mir Hände, andere Handys und dahinter eine Bühne oder einen Event. Ob ich das Foto jetzt gemacht habe oder nicht, ist eigentlich egal. Aber so sind wir jetzt. Wir wollen beweisen können, wir wollen aus unserem Winkel das inszenieren, dokumentieren und fotografieren. Also 8 Jahre vergangen und komplett neue Situation. Das, was jetzt vorher normal war, ist aus der Perspektive schon fast ein bisschen komisch. 2013 ist jetzt geschichtlich betrachtet nicht ewig her. Ein paar Jahre noch vor. Wiederum eine vergleichbare Situation. Hinten der Würdenträger, der neue Papst Franziskus. Davor auch ein Würdenträger, aber es reicht nicht mehr, dass er quasi die Fotografie so macht, so ich aus meinem Winkel dokumentiere das Ereignis, sondern ich bin Teil des Ereignisses. Und das, was dort passiert, ist nicht zum Unterschätzen. Und das, was mit einem Selfie passiert, ist
am Anfang belächelt, aber man muss wirklich überlegen, was passiert denn dort in dem Moment. Und zwar ist es, dass ich in den Mittelpunkt sogar vor das Ereignis rücke. Also es reicht nicht mehr, dass ich aus meinem Winkel fotografiert habe, sondern ich bin drauf. Ich mit dem Event. Das klingt jetzt egoistischer, wie es ist. Wir werden aber sehen, warum das wichtig ist, weil ich ja quasi das Erlebte habe und ich ja dokumentieren will, dass ich Teil dessen bin. Also kann man so sagen, die Selfie-Stange ist mehr oder weniger der perfekte Ausdruck dafür. Ich kann mich erinnern, das wurde am Anfang so in Hallstatt, wo asiatische Touristen da durchgegangen sind, und das wurde das belächelt von den Österreichern. Von mir übrigens auch. Da haben wir uns witzig, ganz lustig haben wir das gefunden. Nein, die Asiaten, da wird mit der Selfie-Stange, was ist das nicht wieder für ein Trend? Blabla, wird vergehen. Heute, ich kenne ganz viele das zu Hause. Und warum? Es ist praktisch für das Selfie, wo man ja drauf sein möchte, vor allem, wenn man mehrere Personen. Also das Ich im Zentrum der Geschichte, plötzlich ganz was anderes. Und es geht nicht mehr darum, ja, da war ich. Es geht nicht mehr darum, nur der Winkel. Es geht wirklich darum, ich bin Teil der Geschichte. Um mich geht es auch. Naja, und jetzt die große Welle Social Media. Und Social Media ist, wenn man es ganz böse formuliert, natürlich eine riesengroße Selbstinszenierung. Eine Darstellung von mir, das wird oft kritisiert, das ist so oberflächlich hin und her. Aber im Kern erreicht es die Leute immer mit etwas, was die Leute nämlich sehen wollen, und zwar persönliche Geschichten. Also ein Foto von einem Strand, wo keiner drauf ist, der aber relativ vergleichbar ist, ist im Zweifel gar nicht so spannend. Ein nettes Foto von mir am Strand wird Sie persönlich jetzt alle zu interessieren, ist vielleicht im Bekanntenkreis bei mir nur akzeptabel. Was ich damit sagen will, Social Media ist ein Phänomen, das nur etwas aufgegriffen hat, was wir sowieso in uns haben, und zwar, dass wir Geschichten über Menschen, von Menschen prinzipiell interessanter finden als Fotos für irgendwelchen Gebäuden. Also dieses Grundverhalten der Menschen, das war da, die Technik dafür war nicht da. Jetzt ist die Technik da und jetzt führt es natürlich zu einem, zu inflationärer Nutzung. Es ist billig, es ist vorhanden und wir machen es. Und inflationär ist ein Stichwort, das sollten wir uns jetzt genauso mit dem Stichwort, wann waren es zuletzt mal langweilig, so ein bisschen über den Vortrag merken. Es ist ganz wichtig, dass wir uns darauf einigen. Nehmen Sie Ihren Alltag, privat wie beruflich, es ist meist eine Mischung. Wie viele Nachrichten erreichen Sie? Unterschiedlicher Art. Wie viel WhatsApp, wie viele Mails, wie viele Kurznachrichten über irgendeinen Teams-Kanal, Zoom, Chat, was weiß ich, auf LinkedIn, auf Xing, auf Facebook, was auch immer Sie nutzen. Es ist unglaublich. Wenn man das Private rausschneidet und nur sich beruflich überlegt, sind es Mails, Anrufe, die werden weniger, es sind Chatkanäle, es sind Sprachnachrichten, es ist Wahnsinn. Was passiert ist ungefähr das rechte Foto, man sieht irgendwie eine Person, die vor lauter Notizen überfordert ist, man kommt nicht mehr klar. Jetzt furchtbar schlecht, klingt dramatisch, die Welt geht unter, wir haben uns selber technologisch zugrunde gerichtet, indem wir uns mit Sinnlosem überfluten. Aber das Gute ist dran, wir können wunderbar damit umgehen. Der Mensch ist ja evolutionär betrachtet sehr anpassungsfähig. Was machen wir eigentlich? Als Mensch haben wir gelernt, unglaublich schnell zu selektieren, ob etwas interessant, wichtig und relevant ist oder nicht. Das ist jetzt aus Nutzerperspektive ein Riesenvorteil, weil für mich, wenn ich ein Newsfeed auf einer Social-Media-Plattform scrolle, kann ich in Millisekunden entscheiden, relevant oder nicht. Und ich mache das intuitiv. Das ist nicht einmal anstrengend. So weit, so gut. Jetzt haben wir auch das Problem beim Business Storytelling, ob das meine Karriere ist, ob das aus unternehmerischer Sicht ist, dass ich ja mein Gegenüber erreichen möchte. Ich möchte meine Botschaft loswerden. Ich bin im Vertrieb, ich persönlich, also ich möchte letztendlich einen Ansprechpartner finden, der mir zuhört, um irgendwann mein Produkt zu kaufen. Je nachdem, was ich vorhabe, aber ich brauche diese Aufmerksamkeit, ich muss gewinnen im Kampf quasi dieser Informationsflut. Das Problem des Ganzen ist aber, der Internetnutzer wird heute ganz gern mit einem Goldfisch verglichen. Es ist schon ein bisschen älter, diese Anekdote, aber ich finde sie ganz nett. Die Idee dahinter ist folgende. Der Goldfisch wird, wenn das Glas groß genug ist, niemals langweilig, weil er, wenn er am anderen Ende vom Glas ist, vergessen ist, wo er herkommt. Das heißt, diese Aufmerksamkeitsspanne ist relativ kurz und somit ist das für ihn absolut in Ordnung. Es ist ein bisschen böse zu behaupten, dass der Internetnutzer im Durchschnitt sich verhält wie ein Goldfisch, aber es ist gar nicht so weit hergeholt, weil was dahinter steckt ist, wir sind relativ schnell im Selektieren und wenn uns irgendwas ablenkt und die Versuchung ist gigantisch, sind wir schon wieder weg und das andere haben wir vergessen. Also, warum erzähle ich Ihnen das? Also, wo ist LinkedIn? Warum geht es hier um Goldfische? Warum beginne ich mit irgendwas? Weil wenn wir uns auf das, wie wir bisher, wo wir jetzt herkommen sind, nicht einigen können, dass sie A, die Welt dramatisch gewandelt hat, eine unglaubliche Informationsflut herrscht und wir uns dessen bewusst sein müssen, weil das der Ausgangspunkt davon ist, dass wir
die nächsten Überlegungen anstellen können, dann wird es nichts. Dann werden sie auf LinkedIn nichts erreichen mit dem, was sie vorhaben. Dann wird ihr Profil so dahin dümpeln und dann wird er der Vortrag nicht finden. Also wir dürfen nicht bei diesem österreichischen Jahr unstecken bleiben, weil sie werden gleich sehen, es macht dann Sinn, wenn man es sich durchüberlegt. Ich habe sie am Anfang gefragt, wann war ich das letzte Mal wahnsinnig fad beim Vortrag? Und innerlich werden sie sich gedacht, oh Gott, zwühen gar nicht lang her, leider. Jetzt stellen Sie sich mal vor, ich hätte Sie das nicht gefragt und ich hätte standardmäßig begonnen. So wie jeder Vortrag beginnt. Mit mir. Mit meinem Lebenslauf. Über mich. Das heißt, die ersten Minuten, Sie haben sich gerade eingewählt, Sie sind da, geht es um etwas, was Sie überhaupt nicht interessiert. Weil A, Sie haben gelesen, wer dort kommt. Wenn Sie es interessiert, hätten Sie mich googeln können. Und zweitens, es geht doch um das Thema und nicht um mich. Also diese ganze Seite dort ist für die Wirscht. Wenn man es österreichisch formuliert, umsonst. Irrelevant, je nachdem, wie man mag. Weil darum geht es nicht. Es geht um den Vortrag, ich bin überhaupt nicht relevant. Kann man sagen, ja, stimmt, aber so ein bisschen die Basisinformation ist schon wichtig. Gut, schauen wir es uns an. Was steht dort? Magister FH, Kufstein studiert, komplett wurscht. Was ist der Mehrwert? Also, welchen Mehrwert haben Sie? Bin ich seriöser und glaubhafter, weil ich einen Magistertitel habe? Ich glaube nicht. Enterprise Account Executive, wunderbar. Wenn ich Sie fragen würde, was mache ich denn, können Sie mit dem auch nichts anfangen. LinkedIn Talent Solutions, die Geschäftseinheit innerhalb LinkedIn. Ist ihnen auch egal. Sie wollen etwas zu Business Storytelling. Und wenn man ganz ehrlich ist, selbst mein Name spielt im ersten Schritt überhaupt nichts zur Sache. Weil dass Sie sich den merken, das muss ich mir erst verdienen. Das heißt, wenn mein Vortrag halt gut war, und Sie sagen, no, das war gar nicht so, dann werden Sie sich zumindest merken, das war der Geizwinkel von LinkedIn. Und dann habe ich gewonnen. Weil wenn Sie es jetzt merken, dann sagen Sie irgendwie, wenn Sie mal fragst zu LinkedIn, gehst du zum Geizwinkel von LinkedIn. Aber normalerweise mache ich das nicht, sondern ich fange damit an, wo bin ich aufgewachsen, was habe ich studiert, was waren meine Berufserfahrungen. Das ist unglaublich nett, weil da kann ich die ganze Zeit über mich reden, aber es ist für Sie komplett umsonst. Überlegen wir uns nochmal, wir kämpfen um Aufmerksamkeit. Wir kämpfen gegen Zeit, gegen Ablenkung und wir beginnen mit dem Falschen. Das machen wir die ganze Zeit. Jetzt stellen Sie sich vor, Sie haben emotional, Sie waren sehr gnädig mit mir. Es ist Vorweihnachtszeit, Sie haben sich das angehört und Sie sind mir wirklich nur da geblieben, jetzt online. Sie sind, haben sie nicht ausgewählt oder spielen irgendwas nebenbei am Handy. Dann kommt die nächste Folie, die Agenda. Das heißt, ich nehme Ihnen sofort den Spannungsbogen raus, was jetzt passiert, indem ich Ihnen vorher schon sage, was passieren wird und Ihnen auch schon die Hinweise gebe, wo Sie nicht zuhören brauchen, weil das komplett irrelevant ist. Meistens beginnt wie folgt, ich lese Ihnen jetzt die Agenda vor, Punkt 1, ich lese Ihnen die Agenda vor. Zweiter Punkt, das haben wir schon hinter uns, die Eitelkeiten zu mir. Ich erzähle Ihnen, warum Sie so Glück haben, dass Sie mir zuhören dürfen. Dann geht es zur Firma, das ist natürlich auch wahnsinnig spannend, wie viele Mitarbeiter wir haben, wo wir Umsatz machen. Und ich erlese Ihnen nochmal alle unsere Geschäftseinheiten. Das haben Sie alle schon erlebt. Das habe ich tausendfach erlebt. Das Problem ist nur, es traut sich keiner zu sagen, dass das keiner hören will. Weil das ist Information, die ich bekomme, die ich aber gar nicht will. Die weiteren Punkte liest keiner. Irgendwann fragen Sie sich, ging es nicht um Geschichte? Am Schluss ist der Vortrag vorbei und Sie sind eigentlich relativ glücklich. Also, was haben wir gelernt? Streichen wir, wir müssen überraschend beginnen, wir müssen schnell sein, wir müssen uns Aufmerksamkeit verdienen. Denn ansonsten, und das ist eine Gefahr, schauen Sie genauso drein. Links oder rechts, je nach Geschlecht. Mein Problem ist, es ist ein Online-Vortrag. Ich sehe den Richie, der gibt sich Mühe mit seinem Gesichtsausdruck, ich sehe sie überhaupt nicht. Das heißt, mein Feedback ist nicht vorhanden, ich kriege überhaupt nicht mit, ich hole sie gerade ab oder denken Sie sich, um Gottes Willen, wo bin ich da gelandet? Und genau das ist online, genau das ist Digitales. Sie kriegen kein Feedback, Sie sitzen nicht vor einem Publikum und denken sich, da hinten wird getuschelt, der liest die Nachrichten und vorne rechts die Person kämpft mit dem Einschlafen. Nein. Und es wird auch keiner sagen, ah, übrigens, das war relativ fad. Es wird nichts passieren. Das Einzige, was Sie merken, ist, dass nichts passiert. Kein Erfolg, keine Ansicht, keine Reaktion, kein Verkauf, keine starke Marke, alles nichts. So, also wir haben uns darauf geeinigt, es muss anders funktionieren. Wir müssen so denken, wie wir selber konsumieren. Wir dürfen nicht fad sein und wir dürfen nicht mit dem Althergebrachten, also mit mir, mit irgendwelchen Fakten beginnen. Denken Sie an das Brot, bitte nicht die Zutaten vorlesen. Eine emotionale Geschichte, das kriegt man hin. Denn sonst passiert Folgendes. Und das, ich finde diesen Pinocchio-Holzfinger wunderbar, wenn man sich den vor Augen führt, immer wenn man irgendwas macht. Das ist so quasi die potenzielle Bedrohung im Hintergrund und zwar das ist das, was wir täglich was wir oft machen am Handy? Wir wischen was weg mit der Maus, wir klicken was weg. Das machen wir ständig und zwar in dem Moment, wo wir es nicht verstehen, als irrelevant empfinden, uns es nicht berührt, sagen wir, pff, ist mir wurscht. Es geht gar nicht anders. Das Gute ist, wir müssen das tun, weil so viel Information da ist. Wir tun es. Das Problem ist aber, wenn ich mit meiner Botschaft bei Ihnen verfangen will, dann muss ich mir was einfallen lassen, was ein bisschen anders ist. Es ist übrigens PowerPoint, was Sie da sehen, bisher ohne Bullet Points. Das funktioniert.
Storytelling funktioniert. Nämlich, sie erzählen Geschichten auch nicht mit einer langweiligen Vorlesung von Fakten. Das funktioniert nicht. Das wollen wir im beruflich nicht, da ertragen wir es. Im Privaten oder wenn wir es uns aussuchen können auf Social Media, ignorieren wir es einfach. Das wissen sie. Also, wenn wir es eh schon wissen, müssen wir es nur noch umsetzen. Jetzt kommt aber oft, naja, aber früher, und ach, das hat doch auch so funktioniert, das hören Sie ganz oft, wenn Sie in Österreich mit Kommunikationsabteilungen reden, mit Marketing, teilweise ganz oft mit HR, so, ja, aber das haben wir immer so gemacht, und das ist ein etablierter Prozess, und das stimmt auch, das hat auch früher funktioniert, da waren aber die Vorhänge, die diese dort sehen. Es war eine ganz andere Zeit. Viel weniger Information und dafür mehr Zeit hat dazu geführt, dass wir uns die Fakten sogar durchgeschaut haben. Ehrlich gesagt, auch damals lustlos, das hat noch nie wen wirklich vom Hocker gerissen, aber zumindest war die Zeit da. Die heutige Realität ist die, diese links, naja, was ist das rechts, bildlich dargestellt ist, Informationsflut, es ist keine Zeit dafür. Kann man sagen, ja, aber das gehört sich so, das war bisher immer so. Das stimmt alles, aber wir müssen einfach akzeptieren, dass sich die Welt relativ schnell dreht. Und das Bild, was ich mit dem Vatikan gebracht habe, werden wir in ein paar Jahren mit die Kabel da machen können, wo wir uns gegenseitig wirklich belächeln und sagen, stimmt, da haben wir noch mit die Kabel da und das Laden muss man irgendwo einstecken und ganz furchtbar war das. Also meine Kinder werden mich belächeln dafür. So, jetzt kommt der Kulturkampf. Ja, aber nicht alles ist schlecht und es gibt auch Bewährtes. Absolut richtig. Sehen Sie hier, es gibt Dinge, die haben sie durchgesetzt und die behält man, weil es A, der Mensch wirklich mag, weil es gewohnt ist und weil es praktisch ist, wenn man sich darauf einigt. Und dann gibt es Dinge, die verändern sich. Dinge, die übrigens praktisch sind und man sich eigentlich einig ist, ist Storytelling. Also wir sind uns eigentlich einig, dass es spannend ist, wenn mir jemand was erzählt, ohne Textkarten, frei gesprochen, bildlich gesprochen, weil ich mir was merken kann. Wir sind uns auch einig eigentlich, dass es unglaublich mühsam ist, mich durch Foliensätze zu quälen mit wahnsinnig vielen Fakten, wenn ich eigentlich nur an der Kernbotschaft interessiert bin. Das war früher auch nicht anders wie jetzt. Früher übrigens haben wir mehr Geschichten erzählt, jetzt weniger. Das ist aber ein Problem, weil wir gesehen haben, dass die Aufmerksamkeit nicht da ist, dass die Zeit nicht da ist und dass wir einfach selektieren können. Das heißt, die mit einer Botschaft zu uns durchdringen, die haben das verstanden, die haben das richtig gemacht. Ich weiß auch gar nicht, warum ich einen Beitrag mir angeschaut habe, weil irgendwas hat gemacht. Irgendwas war interessant. Es war definitiv keine 90 Seiten PowerPoint-Präsentation mit Fakten. Machen wir es ganz plastisch. Jeder von uns ist irgendwann in einer Wohnung, in ein Haus, umgezogen, eingezogen und stand vor der Herausforderung, dass man irgendwas montieren wollte. Wahrscheinlich ein Bild, ganz egal. Das heißt, das, was Sie in dem Moment vor der Problemstellung im Kopf hatten, war, ich möchte ein Bild aufhängen. Und Sie haben sich das vorgestellt, da ist die Wand. Und wenn Sie da das Foto von sich aufhängen, dann sieht sie jeder, wenn er reinkommt. Das ist ganz wunderbar. Das ist das Ziel. Das Foto, das Bild soll da hängen. So, jetzt sind Sie draufgekommen, okay, relativ stabile Wand. Problemstellung, Sie brauchen einen Haken. So, da dran sind nicht mit den Fingern. Also wird es ein Loch brauchen. Naja, was macht ein Loch in eine Wand? Eine Bohrmaschine. Passt. Problemlösung, eigentlich ein relativ simpler Prozess. Jetzt stellen Sie sich umgekehrt vor, was wird über diese Bohrmaschine erzählt? Was erfahren Sie, wenn Sie den ersten Schritt setzen und sagen, na, machen wir mal schlau. Sie werden behandelt wie ein Profi-Handwerker. Sie werden über alle Gänge, ich kenne mich nicht aus, Akkuleistung, Drehmoment, Newtonmeter, 800 Zusatzteile informiert. Und Sie haben nachher das Gefühl, Sie sind ausgebildeter, weiß ich nicht, Industriemechaniker und nicht Hobby. Bastler mit einem Loch als Idee. Also was machen wir in diesen Situationen falsch? Wir vergessen komplett, was wen interessiert, was ist die Problemstellung, was hätte ich gern an Informationen und wir legen drauf los. Ich hätte Sie heute erschlagen können mit LinkedIn-Fakten. Problem ist aber genau, das wollen Sie nicht hören. Sie haben ein bisschen eine Idee, was verstehen wir unter Business Storytelling, Sie wollen einen Impuls und Sie werden Sie am Schluss von dem ganzen Vortrag maximal 3 Punkte merken. Also, was machen wir? Nehmen wir ein Beispiel aus Österreich. Wenn Sie an einen Job denken, Idealszenario, Traumjob, was stellen Sie sich dann vor? Ist es Sie in einer Rolle mit Mitmenschen, Kolleginnen oder ist es die rechte Auflistung der Fakten, was zahlt wird, Anforderungsprofil und so weiter? Natürlich ist es links, vor allem, wenn Sie sich für was interessieren. Wollen Sie doch erstmal einen Eindruck kriegen, wie könnte das sein? Wunderbares Beispiel der Wiener Linien zum Thema Straßenbahnfahrer, Fahrerinnen, wo Sie diese Menschen ins Rampenlicht stellen und die erzählen, warum Sie das gern machen. Wenn Sie sich überlegen würden, ob das was für Sie ist, was berührt Sie jetzt mehr, das Video von dieser Dame oder eine Auflistung wie auf der rechten Seite? Das sind alles rhetorische Fragen, Sie kennen die Antwort. Das Problem ist aber nur, was machen wir die ganze Zeit? Die rechte Seite. Wir haben Fakten parat, die haben wir nämlich schon fertig formatiert und die können wir jetzt auch auf LinkedIn pappen.
Das heißt, das, was früher funktioniert hat auf irgendwelchen Jobbörsen, wo die Leute geschaut haben, sich das gedoubelt, die halt irgendwie durchgeschaut haben, das machen wir jetzt und gehen davon aus, dass auch die, die uns gar nicht suchen, sich das freiwillig durchlesen. Was Sie auf dieser Jobbeschreibung dort sehen, ist eine Heatmap, auf gut Deutsch, in dunkler Farbe markiert, wo die Leute hinschauen. Das kann man mit so Eye-Tracking wunderbar ausmessen, hat LinkedIn einmal gemacht. Und überraschenderweise schauen die Leute nur schnell drüber und schauen drin, was ist für mich drin. Und alles andere, dieses wir, die Firma sind so schön, wird eh nicht gelesen. Es ist doch genau exakt das, was ich Ihnen vorher erzählt habe. Stellen Sie sich vor, Sie kommen in den Vortrag und ich beginne über mich. Das ist das, was Sie am wenigsten interessiert. Und mit denen verbringe ich aber die wertvollste Zeit, die Sie mir schenken, und zwar die ersten Sekunden. Jene Zeit, wo Sie entscheiden, relevant oder nicht, weiterwischen, wegklicken oder nicht. Also wir machen es grundsätzlich falsch, weil wir so beginnen, dass wir es unserer Zielgruppe uns und jene Menschen, die wir erreichen wollen, maximal schwer machen, dass sie uns zuhören. Also wir wissen es, aber wir tun es nicht. Und wir tun es deswegen nicht, weil es eine Mühe ist, das umzustellen. Weil wir halt fertige Prozesse haben, die wir einfach in einer ganz einer neuen Ära, ganz einer neuen Zeit zwar nicht mehr passen, aber die Prozesse sind noch da. Das betrifft übrigens Marketing, das betrifft den Vertrieb und es betrifft ganz, ganz, ganz stark leider Recruiting. Die Informationen, die Sie als Bewerber kriegen, sind dermaßen alte Welt, das ist schwierig. Es wird übrigens nur schwieriger, weil viele Firmen Leute erreichen wollen, die momentan gar nicht auf Jobsuche sind. Also wenn ich gar nicht interessiert bin und Sie liefern mir das als Antwort, dann bin ich beleidigt, aber nicht motiviert. Caesar, relativ lang her, bin schlecht in Geschichte, es war auf jeden Fall vor Christus, hat schon erkannt, dass wie kann er am besten neue Soldaten rekrutieren. Und es waren nicht in Stein gemeißelte oder irgendwelche auf Pergament geschriebene Fakten, sondern er hat die eigenen Leute, also die schon Soldaten sind, dazu geschaut, dass sie sagen, du schaust, wer könnte noch ein guter Soldat für mich sein. Die haben gewusst, auf was es ankommt und die haben am glaubwürdigsten erzählen können, warum es sich lohnt, für Caesar Soldat zu sein. Wenn Sie einen Job sehen wollen, wen fragen Sie dann? Wem glauben Sie? Der Homepage und den 5 Fakten in der Unternehmenskultur? Oder jemand, den Sie kennen in der Firma und den Sie fragen, du, wie ist denn das? Rhetorische Frage. Nächste rhetorische Frage. Wie würde Ihnen diese Person erzählen, wie das dort ist? Bullet Points, Factsheet oder eine Geschichte? Einen kurzen Einblick, der Sie entweder abschreckt oder motiviert. Es ist immer Storytelling. Das ist nichts Neues. Das ist tief in uns drin. Wir haben es nur vergessen, dass wir es auch im Geschäftlichen wirklich anwenden. Man kann es ganz simpel sagen. Menschen möchten von Menschen etwas erfahren. Menschen sind auch bereit, von Marken etwas zu erfahren, aber es ist schwieriger. Menschen sind immer glaubwürdiger. Der Vorteil ist, wenn ich über Mensch kommuniziere, dass es menschlicher wird, dass es eben weniger dieses Herunterbeten von irgendwelchen Details ist. Konkreter. Vielleicht haben Sie sich vorher schon mal mit LinkedIn beschäftigt, definitiv letzte Woche beim Ritchie im Vortrag. Und da haben Sie einen Eindruck zur Marke bekommen. Jetzt ist die Frage, ist die Marke heute, hat sich der Eindruck jetzt verändert durch mich? Ich nehme an, hoffentlich für mich in eine positive Richtung. Weil, warum? Naja, weil das einfach ein ganz anderes Erlebnis ist, wenn ich Ihnen erzähle, wie wir das sehen, was wir auf der Plattform erleben, als wenn Sie Fakten von uns auf der Homepage haben. Was ist denn die Firma? Außer ein bisschen IT und irgendwelche Lagerhallen, was weiß ich. Ja, Menschen. Es sind Menschen, Organisation ist nichts anderes als Mitarbeiter. Und die füllen das Ganze mit Leben. Die machen die Firma zu dem, was sie ist, vom Chef über alle Hierarchien hinweg. Und die haben die besten Geschichten, die wissen, wie es ist. Also müssen wir die zu Wort kommen lassen. Okay, jetzt haben wir schon relativ weit geschafft. Ich habe sie über das Ja und hingebracht zum Ja eh. Also haben wir gesagt, ja, es ist eigentlich gar nicht so falsch, aber wir werden es halt nicht machen, weil die internen Prozesse. Und ich verstehe wirklich, und ich erlebe das die letzten 3 Jahre sehr, sehr, sehr regelmäßig, dass das schwierig ist, dass man dort oft gegen ganz harte Wände läuft, weil die Kommunikationsabteilung das immer schon gemacht hat, weil Veränderung in Österreich nicht wahnsinnig beliebt ist, ist mir auch klar. Das Thema ist aber einfach, Sie werden damit nicht weiterkommen. Sie können an dem Punkt entscheiden, passt, wir dann so weiter wie bisher. Absolut in Ordnung, Ihre Entscheidung. Das Problem ist einfach nur, Sie werden es merken. Sie werden es im Umsatz merken, Sie werden es in der Mitarbeiterzufriedenheit merken, Sie werden es merken, dass keine Bewerber mehr bekommen und dass die ein paar Meter neben Ihnen stehen, das aber beherzigen, Ihnen alles abfischen, was Sie gern hätten. Und da reden wir nicht von einer Revolution, da reden wir nur von einem, was will meine Zielgruppe und wie kann ich meine Botschaft so erzählen, dass mir die zuhört.
wie halte ich sie eine Stunde lang online dabei, dass sie mir zuhören und nicht schon alle einen Kaffee trinken sind, weil ich es eh nicht mitkriegen würde, ich sehe sie nicht. Wir haben mal gefragt, okay, Menschen, liebe Menschen, was erwartet ihr von den verschiedenen Plattformen? Also was verbindet ihr mit LinkedIn, was verbindet ihr mit Twitter, was verbindet ihr mit Facebook? Jetzt habe ich so lange gegen Fakten gewettert, dass ich das alles nicht vorlesen werde, sondern es ganz lieb nur formatiert habe unten. Was ist die Kernbotschaft? Naja, Überraschung, mit LinkedIn verbinden die Menschen vor allem eins berufliche Themen. Und das ist eine Riesenchance für uns als Plattform, weil die Leute bei uns nicht Zeit verbringen, also quasi, ich mache das auch gern, aber einfach Zeit verbringen auf Social Media, zum bisschen totschlagen, sich unterhalten und sich beriesen lassen, sondern eigentlich Zeit investieren, weil der Job jetzt nichts unbedingt ist, was sich so nebenbei laufen lässt. Menschen erwarten beruflichen Inhalt. Das heißt, ich kann aber Menschen wirklich diesen auch zumuten. Und jetzt sind wir wieder plötzlich bei den Fakten. Irgendwann kommt der Moment, wo die Leute durchaus an den Details interessiert sind. Aber bitte nicht als Aufhänger, außer es ist gut gemacht. Der Aufhänger muss sein, etwas, was mich interessiert, was mich sich hervorhebt. Und dann habe ich mir verdient, dass ich meine Fakten, meine Themen, mein Produkt, was auch immer die Idee ist, was ich gerade mache, präsentiere. Aber kurz gefasst, okay, die Leute sind da wegen dem Job. Wegen dem Beruf, entschuldige. Und Beruf heißt nicht Stellensuche. Beruf heißt nicht, ich bin frustriert und muss hier weg. Beruf heißt, ich möchte was dazulernen, ich möchte mein Netzwerk ausbauen, ich möchte schauen, was links und rechts passiert. Ich möchte eigentlich nur mal mitbekommen, was macht der Wettbewerb. Ich möchte schauen, welche Leute gibt es in meiner Rolle und was haben die so gemacht. Ich möchte mich informieren. Also es ist komplett vielfältig. Jeder von uns steht momentan in einer anderen Situation, sei es im Studium, sei es am Absprung, sei es neu bei der Firma, sei es frustriert, sei es glücklich, beruflich. Alles das gibt es und vieles dazwischen. Das heißt, was ist LinkedIn? Schwer zu beantworten. Es ist für jeden etwas anderes. Womit beginnt es? Also LinkedIn beginnt letzten Endes immer, vorige Woche hat man viel dazu gelernt, mit dem eigenen Profil. Aber das eigene Profil ist ja nichts anderes als die Basis, die dem Tool, dem Algorithmus Input gibt dazu, dass was könnte jetzt für mich interessant sein. Das Profil einer Kollegin genommen, die da immer erzählt, woher sie ist, wo sie war. Man sieht ihre Posts und man würde noch viel mehr über sie herausfinden. Was aber im Hintergrund passiert, ist eigentlich spannender. Und zwar ist ja, was steckt denn da auf so einem Riesentool, auf so einer Plattform alles noch dahinter? Millionen von Menschen, Organisationen, Firmen, Fähigkeiten, Online-Kurse, Themen. Das, was wir uns vorher angeschaut haben mit dem Goldfisch, es trifft bei LinkedIn genauso zu. Es ist viel zu viel. Es ist überhaupt nicht greifbar. In der Stunde, die wir uns da unterhalten, werden 7200 Leute bei LinkedIn neu hinzukommen. Bis sie 7000 Leute im Netzwerk haben, vergehen Jahre. Also ich kann das gar nicht handeln, was da passiert. Ich brauche einen Filter. Weil nur ein paar Zahlen, wenn man sie dir anschaut, merkt man, okay, es ist groß, es ist eigentlich unfassbar groß, man kann gar nichts damit anfangen und es ist eigentlich gar kein Mehrwert. Also wenn ich dort Ihnen sagen würde, es sind nicht 700 Millionen Mitglieder, sondern 900, würden Sie nicht anders reinschauen. Das ist für uns wichtig, für Sie überhaupt nicht. Warum? Weil Sie es eh nicht mehr fassen können. Also ich brauche etwas, damit aus diesem Datenwust, den Sie hier sehen, kein Saustell wird. Diese Information nämlich, dieses, okay, da geht ganz viel los drauf, ist eigentlich schon wieder wertlos. Also ich muss doch irgendwie was rausfinden, was für Sie persönlich Mehrwert schafft. So, und jetzt sind wir bei dem Thema Algorithmen. Dort gibt es unglaublich viele Halbweisheiten und es gibt so zwei Wahrnehmungen. Die einen sind so, mein, das ist, also, da muss ich gar nichts machen und der Algorithmus hilft mir und dann läuft es. Also ich gebe meinen Post drauf, der ist furchtbar schlecht formatiert, keiner versteht, worum es geht, die Zielgruppe langweilt sich, aber der Algorithmus sorgt dafür, dass das dann Magic happens und unsere Umsatzziele und Bewerber, alles wird passieren. Das ist der Wally, das freundliche Helferlein wäre das. Das wird nicht so passieren. Die andere Sichtweise auf Algorithmen, der nicht technisch ist, dann, um Gottes Willen, der Algorithmus. Das ist nur gefährlich. Muss man aufpassen, ganz nebulös. Und wenn man da was postet, weiß man nicht, was passiert und dann wird es schwierig. Ich bin kein Techniker. Ich kann Ihnen wirklich nicht erklären, was du mathematisch passiert. Aber letzten Endes ist der Algorithmus eine menschliche Handlungsanweisung, die nur dafür da ist, dass aus diesem Datenwust Millionen und Abermillionen von Datensätzen was macht, was für jeden Nutzer bestmöglich sinnhaft ist. Also auf gut Deutsch ein Matching. So, jetzt haben wir verstanden, wie Kommunikation funktioniert. Dass wir aufpassen müssen, dass wir nicht an der Zielgruppe vorbeischießen. Und jetzt haben wir verstanden, okay, dass das Tool vorselektiert anhand von, naja, wer bin ich als Person, wer bin ich als Unternehmen und gibt es Themen, die sich überlappen, die dann quasi der Algorithmus dafür sorgt, dass wir uns zusammenbringen. Also
Sie sollten die Person sich einmal kennenlernen. Das Unternehmen könnte für Sie interessant sein. Der Hashtag, da gibt es einen neuen Trend, da gibt es einen Beitrag auf LinkedIn von einer Person, die Sie nicht kennen, die aber für Sie interessant sein könnte. Das passiert auf Social Media, ob es jetzt LinkedIn ist oder woanders, permanent. Das ist das Grundgerüst. Anders würde es nicht funktionieren, weil viel zu viel drauf los ist. Jetzt könnte man meinen, ja wunderbar, Matching, aha, ich weiß ja, wen ich erreichen möchte. Der Algorithmus sorgt dafür, dass ich die erreiche. Dann lehne ich mich zurück und dann wird schon was passieren. Und bis daher, ehrlich gesagt, ist meistens der Punkt, wo es noch verstanden wird und wo es noch umgesetzt wird. Man sagt, ja, wir haben Beiträge und wir wissen ungefähr, wen wir erreichen wollen und die posten wir. Aber wo der Punkt aufhört, und das ist wieder dieses von der Zielgruppe her denken, ist, naja, was soll denn bitte passieren nach dem Matching? Was möchte ich denn? Naja, ganz ehrlich, ich möchte, dass mein Beitrag wahrgenommen wird und idealerweise für interessant befunden wird, sodass ich eine Reaktion habe, dass ich eine Sichtbarkeit habe, dass Leute mit HR, Marketing und Kommunikation in Österreich mitkriegen, dass es mich gibt und sagen, wenn ich mich an LinkedIn wende, dann direkt an einen Geistwinkler und ich daraus eine Geschäftsbeziehung aufbaue. Das ist das, was ich, der Thoman, persönlich möchte. Sie wollen ganz was anderes. Was wir alle nicht wollen, ist, dass der Beitrag zwar irgendwie mal ausgespielt wird und sich jeder wieder denkt, ja und? Dieses, was mache ich damit? Also, wie was passiert? Ich klicke es weg, ich ignoriere es. Warum? Weil ich es nicht verstehe. Das heißt, der Algorithmus kann mir helfen. Er kann erkennen, ja, das wäre die Zielgruppe. Aber wenn die Zielgruppe mir das nicht ausgesprochene Feedback gibt, dass mein Kommunikationsstil einfach nur fad ist, dann wird genau das passieren. Es wird nichts passieren. Ich kriege aber kein Feedback. Und das führt uns dazu, warum frage ich Sie am Anfang, wann das letzte Mal fad ist? Warum erzähle ich Ihnen das mit der Informationsflut? Weil wir das sind einfach nur Gedanken, die wir akzeptieren müssen. Und dann müssen wir uns überlegen, okay, wie erreiche ich denn die Zielgruppe, indem ich so interessant wie möglich bin? Und da gibt es keine pauschale Antwort. Weil Sie als Jurist ganz andere Themen haben, ganz andere Leute erreichen, wenn ganz anders kommunizieren, wie als hippe Marketingagentur. Natürlich ist Humor super auf LinkedIn, aber nicht zu jedem Thema. Und. Es gibt die pauschale Antwort nicht. Wenn dir jemand sagt, dass er sie hat, lügt er oder sie. Das Ziel des Ganzen muss doch sein, wenn ich so eine Plattform nutze, als Firma oder als Privatperson und somit Lebenszeit oder Budget, meist beides, investiere, dass dort was Gescheites rauskommt. Und zwar nicht Datenwust, ich habe zwar irgendwelche Besucher, aber mit die fangen nichts an, sondern so ein bisschen Data Love, was Gescheites, was meinem Geschäft, meinem Ziel, das, was ich vorhabe, unterstützt. Denn, denken Sie an den Holzfinger, das Feedback ist zwar da, Sie kriegen es noch nicht. Denn das Feedback ist, jemand sieht den Beitrag und reagiert nicht. Warum reagiert nicht? Weil es nicht verstanden wird, weil es langweilig ist, weil es vorhersehbar ist, weil es einfach nicht zielgruppengerecht ist, weil es keine Story ist, weil es nichts, kein Aha-Moment ist, sondern weil es das Gegenteil ist. Jetzt gibt es ein paar Basics und da würde ich mich nur gerne unterhalten. Also natürlich ist es wichtig, dass es Details und Angaben zur Brand gibt und zum Unternehmen. Natürlich brauche ich die. Es darf nicht so wirken, wie ich nicht sage, nein, das brauchen Sie alles nicht, brauchen nur bunte Bilder und lustige Geschichten, dann haben Sie Likes. Nein, es braucht eine Kombination. Aber Sie wären über Stories von Kontakten und Ihre Mitarbeiter oder Peers, Leute, mit denen Sie sich vernetzen, konkurrieren, ähnlich sehen, über solche Interaktionen viel mehr passieren, als wenn Sie rein faktenbasiert sagen, so, das haben wir, bitte lesen. Also, was Pflicht ist und deswegen auch keine große Kunst, obwohl es durchaus bei vielen nur Verbesserungspotenzial ist, ist einfach dafür zu sorgen, dass ich einen soliden Auftritt habe. Das heißt, wenn meine Botschaft verfangen hat, wenn dann jemand reagiert und beispielhaft auf meiner Unternehmensseite ist, naja, dass die dann alles bietet, was man dort ausfüllen kann. Dass ich ein aktuelles Logo habe, dass die Rahmendaten stimmen, meine Mitarbeiter zugeordnet sind und ich nicht mehr Chaos anrichte mit der Seite als Information schaffe. Ich sage ganz einfach, das ist Pflicht, das ist nichts, worauf man dann besonders stolz sein muss, das ist die Basics, weil ansonsten passiert, jemand reagiert, interessiert sich leicht, landet auf einer Seite, die überhaupt nicht versteht und der Holzfinger ist wieder da, sofort wieder weg. Auch Pflicht, es wird als Kür empfunden, aber es ist Pflicht, sind laufend Beiträge. Denken Sie wiederum an diese Informationsflut, an die Kurzweiligkeit. Nur weil ein Beitrag wunderbar funktioniert hat, sind Sie nicht Influencer. Sind Sie nicht der oder die Person, die an alle kennen. Ich gebe mir seit 2,5 Jahren, fast 3, sehr viel Mühe, dass ich als Ansprechpartner in Österreich von LinkedIn im HR-Kommunikationsbereich wahrgenommen werde. Das ist nicht so leicht. Das passiert nicht, wenn Sie einmal einen Erfolg haben und viele Views. Das muss man sich aufbauen. Und aufbauen tue ich es mir über Sichtbarkeit, über Interaktion, über verschiedene Themen. Als Unternehmen haben Sie das Zeug.
Sie haben eine Marketingabteilung, Sie haben HR, Sie haben teilweise Investor Relations, Sie haben Public Relations. Nutzen Sie das. Und unterschätzen Sie die vierte Säule nicht, die wird nämlich meistens ignoriert, die eigenen Leute. Niemand kennt ein Projekt so gut. Niemand benutzt die richtige Lingo, den richtigen Schmäh, der anzieht, die richtigen Einblicke, so gut wie jemand, der in dem Projekt steckt. Wenn HR ein Softwareprojekt beschreiben soll, so dass der Software-Developer lustig, interessant, was ich findet, jetzt wird schwierig. Und das ist nicht der Fehler von HR. Wenn die PR-Abteilung, die Großbaustelle, wirklich gut beschreiben soll, hat sie vorher mit den Projektleitern gesprochen. Warum? Naja, weil das die Kernkompetenz von den Personen ist. Also es braucht die Mischung. Glaubwürdigkeit passiert über Personen, auch über Marke, aber Personen sind meines Erachtens ein Schlüsselerfolg, der bisher wahnsinnig ignoriert wird. Übrigens, wenn es über Personen gehen, passiert nämlich eins, mehr oder weniger automatisch, die Leute reden anders, die kommunizieren anders und es wird von daher schon menschlicher und sie haben schon so eine Art Storytelling drin. Nicht in Perfektion, aber viel besser, als wenn die PR-Abteilung nach dreimonatiger Abstimmung irgendeinen Post rausgibt. Jetzt kommen die Weihnachtspostings, die sind nett, die werden aber ihre Ziele nicht erreichen. Solidarität. Wird oft gefragt, ja, was sind so Themen, dann ist es oft schwer, was kann man denn alles? Jetzt sind wir in einer Pandemie und das noch länger und da hat es wunderbare Beispiele gegeben in Österreich von Firmen, die das aufgegriffen haben, um einfach mal aufzuzeigen, Themen, die intern wunderbar sind, aber extern nicht wahrgenommen werden. Ich mache es manchmal anders. Und zwar überlegen Sie mal mit mir Folgendes. Wenn Sie am Weg nach Hause sind, das kann jetzt in der Stadt sein oder dort, wo es ursprünglich her sind, ist eigentlich egal, dann fahren Sie in der Regel mehr oder weniger immer die gleiche Strecken und dort an Gebäuden vorbei, großen Firmen. Wenn ich nach Österreich fahre, in Salzburg kommen wir gut, nach Salzburg runter und dann so die Bundesstraßen rein. Und dann stehen immer wieder irgendwelche Hallen mit einem Logo drauf. Und in der Regel habe ich keine Ahnung, was die produzieren. Manchmal kann ich grob das Produkt sagen, aber wenn ich das Produkt kenne, habe ich keine Ahnung, wie die Stimmung in der Firma ist. Das heißt, Themen, die intern in der Firma schlummern, die Leute stolz machen, gut finden, die aber intern sind, wenn ich die nicht nach außen trage, ja, wie soll ich denn dann für Leute, die nicht im Konzern, in der Organisation sind, ein Image schaffen? Darüber, dass die Person auf meine Homepage geht, freiwillig, im Unternehmenskultur sich mein Obstkorb anschaue, das wird nicht funktionieren. Ich brauche Themen. Solidarität ist wichtig. Das Problem ist ein bisschen dran, es lutscht sie schon langsam ein bisschen aus. Wir haben einmal gemessen, was jetzt während der Corona-Zeit so passiert. Und was Sie dort einfach sehen, ist so die Anzahl an Posts, wo nur was los ist damit, die das Thema Corona aufgreifen. Und so gut die Idee am Anfang war, und zwar für die schnell waren, Sie haben vorher gesehen, Wien Energie, grandios, nur ganz kurz erzählt. Wien Energie, 53 Mitarbeiter, lassen sich testen und gehen dann freiwillig in Quarantäne, um die Energiesicherheit vom Wiener Becken zu versorgen, sicherzustellen. Also A, menschlich grandios. B, kommunikativ, weil A, ich bin nicht mehr so, ja, der Energieversorger, der halt auf der lästigen Rechnung ist jeden Monat, sondern ganz andere Emotionalität daher. Das Ding hat wahnsinnig gut funktioniert. Und das ist für alle Bereiche interessant, für PR, für Marketing und für HR. Problem ist aber jetzt, nachdem das nach und nach alle aufgesprungen sind, ist so ein bisschen, ja, ein Corona-Posting, auch die Screenshots von allen Teilnehmern in Zoom, es lutscht sehr ein bisschen aus. Das kann man bemessen. Unternehmenskultur. Das vorher angedeutet, der Obstkorb. Was Sie hier sehen, ist das Triumvirat des Grauens, meines Erachtens. Und zwar, das sind die drei Dinge, die jedes Unternehmen von sich sagt. Flache Hierarchie, irgendwas mit Obst und im Zweifel ein Kicker. In jedem Unternehmen, übrigens, in dem ich bisher gearbeitet habe, war das mit dem Obst richtig, mit dem Kicker teilweise, und die flachen Hierarchien waren teilweise gelogen. Das bringt nichts. Das ist keine Unternehmenskultur. Da können Sie die Listen jetzt austauschen und sagen, nein, das haben wir eh nicht, den Obstkorb haben wir nicht mehr, wir haben ein Öffi-Ticket oder irgendwas. Das sind Benefits. Die führen dazu, dass am ganzen Schluss, wenn man sagt, na, der 1000er Brutto, der wäre noch gut gewesen, aber Sie haben ein Obst, dann sagt, ja, passt. Aber das führt nicht zu einem Bewerber. Das ist ein Irrglaube. Das ist einfach so dermaßen feig, nenne ich es jetzt, weil man sich nicht mehr traut, rauszugeben. Das ist kein Einblick. Ein Obstkorb ist kein Einblick. Ein Obstkorb, wenn Sie jemanden deswegen einstellen, weil es bei Ihnen Obst gibt, gratuliere, da wissen Sie, wen Sie eingestellt haben. Unternehmenskultur ist doch ganz was anderes. Unternehmenskultur ist doch ein Einblick in menschliches, organisatorisches, in echtes Firmenleben. Nehmen wir in Herrn Mathé von der ÖBB, der auf LinkedIn dann plötzlich am Bahnsteig steht und neben einem Rangierer und sich bedankt dafür, dass trotz des ganzen Wahnsinns nach wie vor Güterzüge fahren.
ist das fachlich wichtig und würde ein Investor von der ÖBB oder irgendwas überzeugen? Natürlich nicht. Das ist ein Snapshot. Das ist ein kleiner, menschlicher, aber hochsympathischer Einblick von einem Top-Level-Manager zur Marke. Das sind doch Dinge, die nach und nach Kultur glaubwürdig machen. Wenn dann die ÖBB erzählen würde, wir sind zwar ein Riesenkonzern, aber durchaus nicht mehr so hierarchisch wie früher oder irgendeine andere Botschaft, und sie diese Wahrnehmung vorher gehabt haben, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie das glauben, mit Abstufungen groß. Wenn sie sich irgendwie auf die Seiten verirrt haben und eben dort diese drei Fakten da gelesen haben, gleich null. Also Kultureinblicke sind auch wiederum Stories. Es sind immer kleine Einblicke, am besten mit Menschen und am besten mit irgendwas Interessantem. Kann natürlich auch die Kombination sein aus geschickt mein Produkt platzieren. Also ein Sonnentor in Niederösterreich, natürlich waren auf die Selfies die richtigen Tassen drauf. Das passt. Das hat einen Witz, das erwartet man, das ist keine plumpe Werbung. Aber letzten Endes, es ist die Mischung macht es und die Authentizität ist wichtig. Fachliches, da muss man nicht viel dazu sagen. Entschuldigung. Wenn ich mir mein Publikum erarbeitet habe, dann erwarten diese Menschen auch Fachthemen. Weil Leute, die sich über zu LinkedIn interessieren, am Schluss dann schon genauer wissen wollen, wie viele Mitglieder, wie kann ich einen Post optimieren, was ist Taggen, Hashtags und so weiter. Aber doch nicht im Impulsvortrag, doch nicht zu Beginn, sondern aus Mischung. Mitarbeiter, während es so lange hören, so lange heute dreht, der absolute Schlüssel dafür, dass Storytelling gelingt, mit einem menschlichen, einer Heldin, einem Held, mit einer Person im Mittelpunkt, die Mitarbeiterinnen sind schlichtweg die vertrauensvollste Quelle. Das Problem ist aber, das ist die Quelle, die am allerwenigsten genutzt wird, aus dem simplen Grund, dass man so ein bisschen die Hoheit über die Kommunikation hergibt. Dass man nicht sagt, naja, da haben wir schon tolle Geschichten, das machen wir über die Marke. Schauen Sie sich mal an, wie überdurchschnittlich gut aussehend österreichische Mitarbeiter auf Karriereseiten sind. Also wir sind ein sehr fesches Volk, das ist ganz klar. Aber so fesch, wie auf die Karriereseiten da alle runterlachen, ist der Alltag im Zweifel nicht. Es ist alles inszeniert, es ist hochglanzpoliert, es ist perfektioniert und es ist dadurch nicht glaubwürdig. Wenn jemand auf der Baustelle steht, schaut er anders aus. Auch ein Homeoffice-Büro schaut momentan ein bisschen anders aus. Neben mir liegt der Haufen Lego. Also lass uns doch echte Einblicke zulassen, wenn wir den Menschen erreichen wollen mit unserer Geschichte. Weil sonst sind wir wieder bei den Fakten, sonst sind wir wieder, denken Sie an die Bohrmaschinen, bei dem, wo wir uns sicher sind, das können wir rausgeben, da machen wir nichts falsch. Es ist nicht falsch, es verfängt noch nicht. Es wird nicht zu einer Reaktion führen, bei Ihnen nicht, bei mir nicht. Und wenn wir aber genau das suchen, Interaktion, Reaktion mit Menschen, aber das nicht tun, was dafür braucht und uns dann wundern, dass wir keinen Erfolg haben, dann haben wir einfach Storytelling nicht verstanden. Das ist die Kernbotschaft. Also die Kür, das, was wir bisher gesehen haben, ist wirklich meines Erachtens Pflicht. Die Kür, vor allem in Österreich, ist, lassen Sie die eigenen Leute zu Wort kommen. Die machen keinen Blödsinn, die geben einfach nur einen echten Einblick. Und die sind letzten Endes die Firma. Das Allerwichtigste meines Erachtens, eine Mischung macht es. Natürlich ist Branding, Kommunikation über die Marke wichtig, aber ein Eindruck über Person, über einen Vortrag, Ihre Vertriebsmitarbeiter schärfen jeden Tag in tausenden Meetings die Marke. Warum nicht online? Was mir oft noch begegnet, ist dann so ein bisschen die Sorge, dass man sagt, ja, Storytelling, das ist wirklich also interessant, das ist ein neuer Trend. Also seit Caesar, sehr, sehr neu, der Trend, lang anhaltend. Aber das machen wir jetzt nicht, weil das also haben wir jetzt gar nicht die Zeit oder das Budget dafür. Und was da so mitschwingt, ist, dass Storytelling ein Luxus wäre, den man sich leistet, wenn das Marketingbudget noch ein bisschen was hergibt. Ich Mitarbeiter habe, die dann Spaß dran haben und das irgendwie so nebenbei noch, ja, weil es halt, das können wir uns auch noch leisten. Aber das Gegenteil ist der Fall. Wenn ich Storytelling, eben nicht Geschichten drucken, sondern Geschichten, Business-Geschichten, spannend erzähle, naja, dann bin ich schneller, ich bekomme mehr Aufmerksamkeit. Von denen, die mich wahrnehmen, überlegen sich mehr, ob ich der Richtige bin, mein Produkt, meine Dienstleistung, mein Kontakt, was auch immer. Und daraus wird mehr passieren. Mehr Umsatz, mehr Bewerber, mehr Follower, was auch immer das Ziel ist. Das ist gar nicht wichtig. Also das ist doch nichts, wo ich sage, naja, mein Gott, wenn man es erzählen wir halt eine Geschichte mehr. Das ist doch, das müsste doch eigentlich etwas sein, wo wir sagen, naja, wir denken immer von der Zielgruppe ausgehend, was die interessiert, geben uns so viel Mühe wie möglich mit unseren Beiträgen das zu erreichen und freuen uns über die Erfolge. Also Storytelling ist kein Luxus, Storytelling sollten die Basics sein von Online-Kommunikation. Ansonsten sind wir nämlich nur Teil der Informationsflut, aber überhaupt nicht mehr. Kein Mehrwert,
keine Aufmerksamkeit, relativ überschaubarer Erfolg. Jetzt vorher schon gesagt, jetzt, ich weiß gar nicht, wie lange ich schon rede, schauen wir kurz auf die Uhr, na, ziemlich genau, dann eine Stunde. Ist relativ viel und ich habe es am Anfang gefragt, wann war denn das letzte Mal Fahrt? Ich hoffe, ich bin da nicht das Beispiel, was Sie das nächste Mal sehen. Ja, der Vortrag von Geisinger, furchtbar, 60 Minuten Fohlenschlacht. Sie werden trotzdem das jetzt nicht zitieren können, was ich da jetzt erzähle. Und das brauchen Sie ja nicht. Ich wollte Ihnen einen Impuls, ein paar Gedanken mitgeben. Und wenn Sie was am Schluss in der Zusammenfassung drin brauchen, dann sind es die drei Punkte. Bleiben Sie im Gespräch. Das heißt auf gut Deutsch regelmäßig. Freundschaften funktionieren ähnlich. Nur weil man einmal telefoniert hat, ist man nicht ewig langer Freund. Sie brauchen Interaktion mit der Zielgruppe. Setzen Sie auf die eigenen Leute. Dadurch passiert mehr und zwar fachgruppengerecht. Eine Person in IT wird anders kommunizieren und in IT wahrgenommen werden, wie jemand als Jurist oder wie ich im Vertrieb. Ich kann nicht alle Zielgruppen gleich bedienen. Weil ich auch ein gewisser Menschenschlag bin, eine gewisse Expertise habe, eine gewisse Sprache benutze, als Vertriebler im Zweifel relativ gut präsentiere, hoffentlich, fachlich gesehen, aber nicht unbedingt der Stärkste bin. Das ist nicht meine Aufgabe. Wenn ich jetzt mit so IT-Themen in LinkedIn äußern soll, ja meine Güte, was glauben Sie, wie ich da belächelt werde? Also die Mitarbeiter müssen erzählen, aber natürlich die Mitarbeiter immer zu dem, was sie Ahnung haben, deswegen brauchen sie mehr davon. Naja, und Emotionen, das Brot, funktioniert über Fakten. Es funktioniert über eine Vorstellung, wie gut einem das schmecken wird, wie schön das wird, wenn sie das essen. Und ihr Produkt, ihr Story, ihr Marke, ihr Person auch. Weil ich mir vorstelle, interessiert mich die Person und kann investiere die paar Minuten Zeit, um mit ihr zu sprechen oder verstehe es nicht. Werte, Emotionen, generell Stories. Gehen wir nochmal zurück in der Geschichte. Und dann wird es, glaube ich, ganz klar. Evolutionär gesehen ist der Mensch auch nicht so alt und hat sich gar nicht so wahnsinnig verändert. Vor allem auch von unserer Hirnstruktur her. Ein bisschen schon, wir haben uns nicht mehr immer die Köpfe ein in der Höhle, aber prinzipiell ist da noch sehr viel Ähnlichkeit da. Was war denn damals? Wir sind abends rund ums Feuer gesessen in Kleinstgruppen und wir haben uns erzählt. Und wenn jetzt irgendwer behaupten würde, dass damals PowerPoint gegeben hat und Bullet Points, dann lügt diese Person. Wir haben bildlich gesprochen. Wir haben uns sowas erzählt, dass das für einen anderen erlebbar, nahbar war und deswegen haben uns die Leute zugehört. Und genau das ist aber heute noch in uns drin. Wenn Ihnen jemand eine spannende, abwechslungsreiche, interessante Geschichte erzählt, merken Sie sich die Person, ein bisschen was von der Geschichte und sind geneigt, dieser Person wieder zuzuhören. Und dann haben Sie gewonnen, weil Verdurtung folgt in den nächsten Schritt. Und genauso werden wir nach wie vor groß. Hoffentlich. Das ist der Beginn von uns allen. Geschichten. Kleine, schrittweise Geschichten. Gerecht fürs Zielpublikum. Und das ist ganz wichtig. Und genau, mit dem Appell möchte ich schließen. Mehr Mut, mehr Geschichten, mehr Einblick, mehr Menschlichkeit. Und freue mich jetzt über alle Fragen, die es da gibt. Dankeschön. Lieber Thoman, Dankeschön. Ich kann nur über ein paar Stellen wirklich an Situationen oder Beispiele aus den letzten Monaten denken müssen. Das sieht man alles in der Praxis wahnsinnig deutlich. Wenn man manche Unternehmen vergleicht, ohne jetzt Namen zu nennen, mir kommt da Unternehmen in Sinn, recht groß in Deutschland, die genau diese Mischung bringen, deren Hauptausrichtung aber wirklich nur das Employer Branding ist. Also die auf der Company Page wirklich primär versuchen, Mitarbeiter, sich für Mitarbeiter attraktiv zu machen, suchen Programmierer, eine der Zielgruppen, die sehr, sehr stark umworben ist. Und die bringen da unterschiedliche, man würde sagen, Employer-Branding-Inhalte. Und eine Sache ist, dieses Unternehmen hat eine recht stark etablierte Fahrradkultur. Wir haben halt Fahrradabstellplätze und machen immer gemeinsame Fahrradausflüge. Und es ist sehr auffällig, dass die Fahrradpostings immer so ziemlich exakt 200% der Interaktionen und Reichweite aller anderen Postings haben. Es ist alles auf dem gleichen Level von Professionalität gemacht. Da gibt es sehr, sehr viele Beispiele. Und ich möchte auch noch einmal auf die Bohrmaschine zurückkommen, weil das ist ja genau etwas, ich glaube, David Ogilvy, ich glaube, von ihm ist das Originalzitat in der Werbung noch vor der Digital-Ära, wo er gesagt hat, der Kunde kauft eben nicht die Bohrmaschine, sondern das Loch in der Wand. Und eine Sache, die mir im Social-Media-Bereich ganz, ganz stark auffällt, was man mit einer Bohrmaschine noch alles machen kann, außer einem Loch in der Wand, das erfährt man heutzutage auf YouTube, LinkedIn, Facebook, Instagram. Ich habe vor kurzem ein Video gesehen, Jörg Sprabe, einer der erfolgreichsten deutschen YouTuber, die Videos auf Englisch hochladen, der beschäftigt sich mit legalen Waffen und Armbrüsten, baut auch eigene Armbrüste und so. Und der hat vor kurzem
gezeigt, wie er eine 300 Pfund Jagdarmbrust, normalerweise mit Kurbel spannt, mit einer Makita, weil du den auf der Folie auch gehabt hast, mit einem Makita Akkubohrer aufzieht. Wenn ich das machen will, dann ist plötzlich ein Riesenunterschied, wie viele Newtonmeter oder wie viel das tatsächliche Drehmoment sind. Aber das ist überhaupt kein Wert per se. Das braucht einen Nutzungskontext. Und da ist im Business letztendlich das Gleiche. Und was ich auch immer sehe, wofür noch relativ wenig Bewusstsein besteht, eben diese Unterschiede zwischen den Zielgruppen. Der spannendste Inhalt für einen Juristen ist mit hoher Wahrscheinlichkeit uninteressant für einen Spitzenkoch, es sei denn, der interessiert sich zufällig für rechtliche Belange. Und umgekehrt, auch im Umkehrschluss, du hast jetzt mehrmals betont, wie wichtig die Mitarbeiter sind. Das ist eines, was ich ihnen auf den mittelfristigen Weg nach der Universität, nach dem Bachelor oder Master mitgeben möchte. Das ist etwas, was ich immer wieder sehe. Selbstvertrauen schadet bei Bewerbungen nicht und man ist auf jeden Fall besser in einem Job, den man gerne macht. Und das ist, denke ich, etwas, wo LinkedIn für Sie ein sehr gutes Übungsfeld ist. Ich weiß, dass auch von vielen Ihrer Kollegen, man ist mit dem Studium fertig und gerade, ich behaupte mal, Publizistik ist jetzt nicht unbedingt so das Studium, wo die Unternehmen warten drauf und man kommt auch eher von Anfang kommuniziert, das könnte nicht so einfach werden. Es ist tatsächlich dann einfacher, wenn man weiß, was man machen will und wenn man das auch vorher kommuniziert. Wenn ich mich auf Jobsuche begebe und quasi sage, ich mache eh alles, was ich kriege, dann ist es auch sehr schwierig, glaubwürdig zu kommunizieren, dass man in dem Bereich wirklich gut ist. Und sich da einen Startvorteil aufzubauen, da kann LinkedIn natürlich wahnsinnig hilfreich sein dafür. Und bevor ich jetzt weiterrede, wie gesagt, Fragen sehr, sehr gerne in den Chat. Thomas, eine Frage von Nicolet13. Wie kann man die Mitarbeiter motivieren, sich in sozialen Medien, in Klammer auf, Unternehmensaccounts zu zeigen? Ganz, ganz relevante Frage, denke ich. Also ich glaube, dass es ist schwierig, pauschal zu machen, weil es gibt immer so zwei Strömungen. Es gibt manchmal so das Bestreben, so, wir haben jetzt eine Kommunikationsstrategie, das wird jetzt von allen geteilt und dann wird das quasi freiwillig angeboten. Das ist auch nichts. Also es gibt Leute, denen liegt das, die erzählen gern. Die hat man in jedem Unternehmen. Es gibt die geselligeren, die lauteren, die mehr die Leute unterhalten und es gibt die stilleren. Und das ist beides absolut in Ordnung. Dem einen liegt vielleicht ein Fachthema mehr, dem anderen das ein bisschen lautere, grillere. Es bringt nichts, wenn ich so quasi sage, so, das sind unsere Kommunikationsvorlagen, das könnt ihr jetzt posten, weil dann sind wir wieder bei dem Schritt, alles abgesegnet, relativ glatt, jeder darf es teilen. Es gibt aber Leute, die sich einfach gern zu Themen äußern. Und das machen die vorwiegend momentan über private Profile und es wird ganz wenig über die Firma aufgegriffen. Oder teilweise wird sogar gemacht, dass die Firma schreibt über Projekt, aber die Person, die dort drin vorkommt, die es maßgebend leitet, betreut, mitarbeitet, was auch immer, nicht quasi mit Teil der Geschichte ist. Also es ist nicht die große Revolution notwendig, es ist manchmal wirklich nur so, naja, wir wollen über das Projekt was erzählen, also heben wir doch die Leute hervor, die in dem Projekt sind, die wiederum in der Zielgruppe vernetzt sind. Solche Tricks. Und dann ist es wirklich ein offen sein für dieses Thema, auch kommunikativ und Leuten zutrauen, dass sie dort keinen Schaden anrichten, sondern einfach nur fachliche Einblicke in den Alltag geben. Und wenn man die zwei Punkte schon beherzigen würde, wäre schon ein Riesenschwung gewonnen. Das ist auch tatsächlich bei mir in den Workshops, in der Beratung oft so dieser Switch. Natürlich spielt der Brand eine Rolle, aber Vertrauensaufbau funktioniert über Personen viel leichter. Wo du vorher gesagt hast in einem Vortrag, was ich persönlich möchte, ist dann jemand, der mit LinkedIn in Österreich arbeiten will, der denkt an den Thomas Geiswinkler und kontaktiert mich direkt. Das macht es viel mehr angreifbar, tangible, das Wort gefällt mir eigentlich besser im Englischen. Das ist viel einfacher, bei dir mal nachzufragen, wenn ich jetzt eine Nachricht an LinkedIn schicke, weiß ich nicht, wer liest das, wer reagiert drauf. Und deswegen ist das Potenzial natürlich riesengroß. Und was ich festgestellt habe, genauso wie du sagst, primär ist natürlich die Sache, will er sein Mitarbeiter, aber auch, weil man in der glücklichen Situation ist, dass man Mitarbeiter hat, die das machen würden, dann ist positive Ermutigung sehr, sehr wichtig, weil da gibt es diese Schere im Kopf. Das kommt. Darf nicht. Ich das? Ja, darf ich das? Da der Vorgesetzte oder Management denkt sich, es wäre super, wenn die Leute das machen und die Leute denken sich, ich würde das ja gern machen, aber bevor ich einen auf den Deckel kriege. Und das muss man auch ganz explizit aussprechen. Absolut, absolut. Zwei Punkte fallen mir dazu ein. Die wichtigsten aus unternehmerischer Sicht ist nämlich folgendes. Es ist sehr mühsam, auf einer Business-Plattform Follower aufzubauen, aus dem Grund, dass so eine Followerschaft sich wirklich verdient sein muss. Das ist nicht mein Hobby, ich bin ja dort beruflich, also überlege ich mir sehr gut, wo setze ich dieses Signal. Im Zweifel haben aber meine eigenen Mitarbeiter ein x-faches an Kontakten, wie ich als Unternehmen als Follower.
Das heißt, allein durch das hätte ich eine viel größere Reichweite und zwar sehr fachspezifisch schon. IT-Lern ist mit IT-Lern vernetzt, aus Ausbildung her, aus Berufswegen her, auch mit Ansprechpartnern, Einkauf, Verkauf, was weiß ich. Also tolles Netzwerk und das über alle Fachebenen. Punkt 1. Also wenn ich die Mitarbeiter einspanne, habe ich einen echten Nettoeffekt und zwar gratis. Wichtiges Argument, Zeiten von schwierigeren Budgets. Punkt 1. Und das Zweite ist eben, ich muss die Angst nehmen, ja, dieses falsch zu machen. Und ich kann aber auch ein bisschen Tipps und Tricks zur Verfügung stellen. Es sind manchmal oft Basics nicht bekannt, dass ich durch Taggen, also mit einem Ad von Namen, eine Person mit einbeziehe, die das nicht nur sieht, sondern eben auch das Netzwerk. Also Kleinigkeiten. Und wenn das natürlich von einer Kommunikationsabteilung kommt, dann ist das etwas, wo die Leute wohlfühlen damit. Und viele werden es nicht machen, aber die, die es ohnehin gern würden oder schon eben ohne der Firma gemacht haben, die machen es dann. Und das meine ich mit, wir müssen uns jetzt nicht zu, jeder braucht so seine Inhouse-Agentur, damit das funktioniert. Das ist Blödsinn, die Themen sind da. Ich muss mich nur öffnen und ich muss akzeptieren, dass Social Media schnelllebiger ist im Erstellen, im Posten und auch schneller wieder vergessen wird. Diese Mühe und Abstimmungszirkel eines Katalogs, bis da der Slogan und das Layout, und das ist unglaublich, weil du sagst, das kostet wahnsinnig viel Geld und wird gedruckt. Das hat Sinn gemacht, aber doch nicht für einen Post, der am nächsten Tag wieder verschwunden ist. Das muss schnelllebiger sein. Und dafür braucht es das Vertrauen, dass die Leute das machen. Da ist auch riesengroßes Potenzial. Ich habe vorher im Chat gebeten, die Ankündigung zu liken von gestern. Da haben wir so ein Ratio von 5 zu 8 ungefähr. Also pro Person, die das liked, 10 bis 8 mehr. Das ist schon ein älteres Posting, ist gar nicht am Anfang. Und ich glaube, wenn man da ein Gefühl dafür kriegt, weil es ist halt wie bei allem, man muss es in der richtigen Dosierung einsetzen. Es gibt ein österreichisches Mobilfunkunternehmen, die sind da so ein Kandidat, da postet der Vorstand etwas und dann gibt es immer dieselben 5 Mitarbeiter, die drunter tolles Posting rein runterschreiben. Das wirkt dann vielleicht nicht so super, aber wenn ich in einem kleinen Team arbeite oder ein Startup bin, ist das ein Riesenpotenzial, sozusagen auch über die Personen das anzuschieben. Das ist ja auch ein großes Missverständnis. Ich musste sehr lachen, als LinkedIn die Invite-Funktion auf 100 Invites pro Page und Monat über alle Admins begrenzt hat, weil ja sehr viele ganz schlaue Administratoren draufgekommen sind. Wir machen alle zu Administratoren, damit die Leute... Ja. Weil jemand, der bereits Kontakt ist, das ist ja genau das. Und auf der anderen Seite bedeutet das aber, und da sehe ich eine sehr angenehme Entwicklung, bin da ganz bei dir, die Obstkörbe stehen immer rum. Die Kicker manchmal, die flachen Hierarchien sind eher selten in der Praxis dann wirklich so. Aber diese ganze Entwicklung macht die Hierarchien flacher beziehungsweise erhöht die Notwendigkeit, dass Mitarbeiter glücklich und zufrieden in ihrem Job sind, weil die viel mehr Potenzial haben. Und es ist einfach, also entschuldige, vielleicht ja. Ein Satz, es ist ganz wichtig, es gibt die Unternehmenskultur, aber das ist letzten Endes der Überbau, auf den man sich geeinigt hat. Und man sagt so, ja, da wird jeder zustimmen, so sind wir, so wollen wir sein. Mhm. Aber was ja viel interessanter ist, sind diese ganzen kleinen Mikrokosmen. Die Personalabteilung hat ihre interne und ist lustig. Die Edge, in der Halle ist ganz anders, in den verschiedenen Abteilungen. Und wenn ich aber genau solche Leute für mich wieder begeistern will, dann muss ich doch das nach außen klären, was für die interessant ist. Und das kann ich nicht auf Kultur auf so hohem Level erschlagen. Und übrigens, genau das ist auch der Grund, warum ich das nicht über die Brand erschlagen kann. Weil die Brand hat eine andere Aufgabe und mit diesem Mikrokosmos, diese kleinen Einblicke zu geben. Das können nur die Mitarbeiter und sie machen es sehr, sehr gut. Ich muss sie nur lassen. Ja, wir haben dann noch eine spannende Frage von Antikapitalika. Wird LinkedIn auch von NGOs, NPOs viel genutzt? Kurz vorweg dazu, meiner Wahrnehmung nach immer mehr. Ich habe in den letzten Monaten ein paar Online-Workshops für verschiedene österreichische AIDS-Hilfen gemacht. Rotes Kreuz denkt da auch in die Richtung. Ist natürlich ein B2B-Netzwerk, aber die meisten NGOs und NPOs haben auch Stakeholder im B2B-Bereich. Aber wie siehst du das im Vergleich? Ja, stark zunehmend. Also die großen schon lange, die internationalen Organisationen, das ist einfach bedingt durch die Reichweite, Größe von LinkedIn und auch Internationalität. In Österreich vor kurzem, so 2 Wochen her, glaube ich, bei der Freiwilligenkonferenz des Fundraising-Verband Österreichs, da sind alle, die irgendwie NGOs, NPOs organisiert darunter, zu dem Thema gesprochen, weil das Thema Fundraising sehr präsent ist, weil man sagt, naja, es gibt natürlich die Ansprechpartner in den Firmen, die Firmenbudgets haben, die wollen wir auch erreichen. Es ist auch so, also wir wollen Leute auch im beruflichen Kontext für Privatspenden erreichen und Öffentlichkeitsarbeit machen. Was aber dort, und das ist witzig, untergegangen ist das Thema, aber wir brauchen ja Leute, die uns helfen. Also quasi wieder Marketing, wenn man so will, war da oder Fundraising, aber Personal war nicht da, oder? Man hat geteilt, beim Fundraising ganz stark auf Emotionen gesetzt. Es geht ja um Wohltätigkeit, da geht es um Menschen, da geht es um emotionale Themen, wunderbare Beiträge. Und dann bei
wir suchen Freiwillige, echt so 0 auf 15 Jobanzeigen oder Annoncen, und gesagt, ja, aber das kann nicht funktionieren. Also, und auch wieder das Thema nur über die Marke und nahezu nie über die eigenen Leute kommuniziert. Also Leute, die sich freiwillig bei, weiß ich nicht, der Caritas, Rotenkreuz irgendwo einbringen, die auf LinkedIn sind, dass die drüber reden. Also ähnlich gelagert, ein bisschen anders, aber ich gebe dir recht, es nimmt stark zu, es hat einfach mit dem ja, beruflichen Kontext und mittlerweile der Größe auf dem österreichischen Markt zu tun. Also von LinkedIn. Ich habe jetzt gerade noch auf den LinkedIn-Livestream einen Blick geworfen. Die Manuela Frenzel hat da ein paar ganz interessante Kommentare gepostet. Kurz zusammengefasst, haben gewisse Firmen nicht auch Angst, dass Mitarbeiter posten? Ja, natürlich, aber genau das ist das, was ich angenehm daran finde, dass sozusagen Schreckens- und Terrorregime lässt sich immer schwieriger aufrechterhalten, weil der Preis, den man dafür bezahlt, wenn die Mitarbeiter nicht sprechen dürfen, sehr hoch ist im Vergleich zu Unternehmen, wo das möglich ist. Wenn Sie ein Unternehmen haben, in dem der Mitarbeiter so weit ist, dass er noch bei Ihnen arbeitet, aber auf LinkedIn, also quasi maximal sichtbar, intern heraus hat und sagt, warum schlecht ist, dann weiß das die ganze Welt. Dann google ich einmal Ihren Namen und finde, ich weiß nicht, wie viele Einträge das. Also es ist ein Irrglaube, über Art Kommunikationsverbote sowas im Geheimen zu halten. Das ist ja das Schöne unserer Zeit, finde ich, das ist transparent und Firmen müssen so Themen angehen. Die müssen nachfüllen, wo hakt es bei uns intern, damit man eben genau die Stimmung gut ist, damit man die Leute hat. Das über ein Kommunikationsverbot, es geht eh nicht, weil es ist ein privates Profil und mein Arbeitgeber kann mir nicht vorschreiben, was ich auf LinkedIn schreibe. Natürlich zu internen Zahlen schon, aber den Rest nicht. Und B, sie würden nichts gewinnen damit. Ja. Das heißt, wenn die Stimmung so schlecht ist, dann ist sie eher am Markt, dann gebe ich sie bei Kununu ein oder bei Glassdoor oder irgendwo oder einfach nur durch Google und finde die Foren, wo drüber geschrieben wird. Ob dann da nur ein LinkedIn-Post dazukommt, macht ehrlich gesagt keinen Unterschied. Also da sieht man das Problem an der falschen Stelle. Und es ist auch genau ein ganz, ganz witziger Punkt für mich, also gerade die Leute, die dann sehr rasch mitdenken, die kommen auch schnell auf den Punkt und sagen, ja, aber Herr Petter, wenn Sie jetzt unsere Mitarbeiter coachen und wenn wir die positionieren, wenn wir Ressourcen einsetzen, um die als Experten in LinkedIn aufzubauen in Ihrem Feld, ja, was machen wir denn dann, wenn der Mitarbeiter weggeht? Ja, das habe ich ganz oft. Es ist tatsächlich ein Problem, es ist wie im analogen Leben, wenn mein Vertriebsleiter, der die Kontakte, ich rede jetzt nicht von einer Sammlung von Visitenkarten, sondern das Vertrauen, persönliche Kontakte zu den Leuten hat, wenn der zu einem anderen Unternehmen geht, dann werde ich ein Problem haben. Und die Idee, dass man sozusagen Ressourcen oder Vertrauen oder Kontakte unabhängig von Mitarbeitern irgendwo lagern könnte, ist sowieso ein Blödsinn. Und letztendlich gilt aber auch im Umkehrschluss, und das ist, denke ich, für Sie hier in der Vorlesung besonders interessant, wenn Sie jetzt in einer frühen Phase Ihres Berufslebens sind, ein Netzwerk innerhalb einer Branche ist sehr viel wert und auf das werden auch immer mehr Recruiter schauen, umgekehrt. Das erhöht den Wert des Mitarbeiters fürs Unternehmen und ja, aber es ist natürlich so, wenn jemand Experte in seinem Feld ist, aber das ist nicht Social Media spezifisch, das war vorher ja ganz genauso. Ja, und es ist ein bisschen typisch für unseren Kulturraum, dass wir eher zuerst mal die Gefahr entdecken als die Chance. Also wir haben Gottes Willen, das ist mein bester Vertriebler, wenn ich den jetzt nur auf LinkedIn präsentiere, dann wärmen es mir alle ab. Da habe ich zwei Probleme. Der kennt eh alle anderen auch, weil er der beste Vertriebler ist. Das heißt, er weiß seinen Marktwert und wenn es ihm dort nicht mehr gefällt, ist er weg. Ganz simpel. Ob LinkedIn oder nicht, das würde passieren. Gehen wir weg vom Risikoszenario. Was ist denn die großartige Chance? Wenn die Person, der Vertriebler, die Vertrieblerin, so stark ist, so gut vernetzt ist, dann hat die auch einen Pull-Effekt. Das heißt, die wird auch dafür sorgen, dass andere die Firma wahrnehmen und sagen, ja, voll spannend, was die Person dort macht. Das ist ja wahnsinnig interessant. Schau dir mal da an, die Firma habe ich gar nicht gekannt, was dort für Möglichkeiten gibt. Also letzten Endes zieht die Aufmerksamkeit für die Rolle, für die Firma, für die Entwicklung, für die Karriere und macht sich dadurch sichtbar, wird Angebote kriegen, aber die hat sie davor auch schon gekriegt. Und spätestens, wenn wir wieder nicht mehr alle im Wohnzimmer sitzen, sondern wieder auf Messen sind, dann kriegt sie es halt beim Kaffee oder beim Bier. Dass der andere Chef einmal sagt, du, bei uns ist es auch ganz schön. Also ich glaube, das ist einfach so dieses Angstdenken, wir können was falsch machen, da kann wer was Böses schreiben oder wir verlieren irgendwas. Das Problem ist aber, früher haben wir so ein Beispiel gebracht, nur weil ich am Internet nicht teilnehme, bin ich trotzdem Teil des. Nur weil ich sage, nein, wir posten gar nichts, gibt es aber trotzdem Postings über mich, Meinungen zu mir. Das kann ich nicht unterbinden. Ich kann nur als Organisation entscheiden, bin ich Teil dessen und moderiere ich das und schaue, dass ich mich im besten Licht darstelle und meine Themen im storygerecht, also zielgruppengerecht gut aufbereitet präsentiere. Oder gehe in die Verweigerungshaltung, sage, ich mache nicht mit. Aber sagen wir uns ehrlich, das Internet ist halt kein Trend, der vergeht. Und Social Media auch nicht. Ob welche Plattform dauerhaft, ich glaube gar keine. Ich glaube, das ist wahnsinnig viel Wandel, weil alle schon, ganz viele wurden totgesagt und leben wunderbar. Darum geht es ja gar nicht.
Aber es geht einfach darum, ich kann nicht sagen, ich kann sagen, ich mache nicht mit, aber ich werde nicht, dadurch werde ich nichts gewinnen. Ja. Absolut. Das ist ein perfektes Schlusswort. Dankeschön für Ihre Fragen und fürs Dabeisein. Ich wünsche allen Vorlesungsteilnehmerinnen und Teilnehmern und allen Zusehern und Zuseherinnen auf LinkedIn wunderbare restliche Weihnachtsfeiertage, fröhliche Weihnachten. Danke fürs Dabeisein. Danke, lieber Thoman, war sehr spannend für mich auch. Und ich glaube, das ist ein wirklich großer Wettbewerbsvorteil am Jobmarkt, wenn man die Sachen auch versteht und umsetzt. Ebenso. Danke, danke. In Jänner wieder. Tschüss. Ciao.